Ich möchte kurz die Simulation erklären. Die Aufnahme ist auch dafür gedacht, dass man sie den Schülern zeigt, wenn man das Programm Sim Chemistry nicht öffnen will und selber daran was einstellen möchte. Hier in dieser Simulation habe ich eine Umrandung, in der sich einige Teilchen befinden. Diese grünen Teilchen sollen die Luftteilchen darstellen. Es gibt hier unten eine graue Platte oder einen grauen Bereich, der soll eine Heizplatte darstellen, und von dieser Platte kann ich die Temperatur über den Schieberegler hier links verändern. Momentan ist es auf 50 K, also Kelvin, eingestellt, wobei die Temperaturen nicht unbedingt eine so große Bedeutung haben, sondern es geht hier eher um die relative Veränderung. Hier oben ist ein Graph, der anzeigt, wie viele Luftteilchen sich gerade hier in diesem Ballon befinden. Der Ballon ist durch diese roten Linien eingegrenzt, und dieser karierte Bereich, das ist der Bereich, der von diesem Graphen erfasst wird, und da werden dann die Teilchen drin gezählt. Die Idee ist, dass zunächst mal beobachtet wird, wie sich die Anzahl der Teilchen verändert. Man könnte sich auf einen Bereich konzentrieren und schauen, wie die Teilchen sich dort drin bewegen, welche Möglichkeiten der Bewegung es gibt, zum Beispiel, dass auch mal Teilchen kurz stillstehen, dann aber wieder von anderen angestoßen werden. Was die Anzahl der Teilchen hier betrifft, so kann man im Prinzip erkennen, dass das Ganze schwankt hier von etwa 4 bis 14. Das heißt, wir haben einen Mittelwert von 9. Das muss man vielleicht erklären, weil das sieht so danach aus, als ob das eine sehr große Schwankung ist. Der Grund ist der, dass ich eben hier verhältnismäßig wenig Teilchen in der Simulation habe. Tatsächlich sind die Luftteilchen ja sehr viel kleiner, und ich habe eine sehr, sehr, sehr viel größere Anzahl an Teilchen. Wenn da mal 10.000 oder vielleicht auch 100.000 Teilchen weniger in dem Ballon drin sind, dann ist das relativ wenig. Hier ist halt bei geringer Anzahl ist eine scheinbar große Änderung. Das muss man sicherlich zunächst mal klar machen. So, der Durchschnittswert bleibt aber relativ konstant auf diesen 9,5. Und jetzt wird die Temperatur erhöht. Und zwar kann man das dadurch erkennen, dass die Teilchen, die hier unten die Platte berühren, jetzt sich sehr viel schneller bewegen. Nach einiger Zeit ist die Geschwindigkeit bei allen Teilchen wesentlich höher. Sie fliegen schneller durch die Gegend, und man kann eben auch sehen, dass sie schneller in den Ballon reinfliegen, aber durchaus auch wieder schneller raus. Von der Anzahl der Teilchen, so haben wir jetzt hier gerade mal einen Ausreißer, der nach oben hochgeht. Und das scheint ja die Vermutung, die meistens bei diesem Experiment besteht, auch zu bestätigen, dass mehr Luftteilchen hinausgehen, raufgehen in den Ballon. Wenn man das Ganze dann aber wieder über längere Zeit betrachtet, kann es durchaus auch vorkommen, dass eine kleinere Anzahl an Teilchen als vorher zustande kommt. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben, das Ganze beobachten lassen. Wenn man das Ganze sich dann lang genug betrachtet, hier haben wir jetzt zum Beispiel gerade mal weniger gehabt, als es vorher war. Was man insgesamt beobachten kann, ist, dass die Teilchen vermutlich eben aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit schneller mal in den Ballon in diesem Bereich reinkommen, aber aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit auch schneller wieder draußen sind. Und diese schnellere Bewegung führt im Prinzip zu dieser größeren Bandbreite an möglichen Werten, weil es einfach sehr viel schneller geht, dass die Teilchen rein oder rauskommen. Aber im Durchschnitt bleibt es eben immer noch gleich, und was, denke ich, auch wichtig ist, die Teilchen steigen nicht gezielt auf, in dem Sinne, dass sie halt direkt dann nach oben steigen,
sondern das nach oben steigen ergibt sich ja indirekt durch die höhere Geschwindigkeit der Luftteilchen, die sich durch das Erwärmen ergibt. Man kann, wenn man einen kleineren Messbereich, zeitlichen Messbereich haben will, hier diesen Graph zurücksetzen, sodass wieder neue Punkte eingetragen werden. Und wir können natürlich auch nochmal die Temperatur herabsetzen und sehen, dass die Anzahl sich nicht wesentlich verändert. Dass es auch beim Abkühlen zunächst mal so aussieht, als ob da gerade mal wieder mehr reinkommt. Also im Durchschnitt bleibt es eben konstant.